Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake Intermission, das Yuffie DLC. Wir sind wieder hier, immer noch hier mit der Mario Kart Musik von diesem Gebiet, ne? Wir sind auf der Verfolgungsjagd von, wie heißt er nochmal, TJ. Und ja, der wird von ein paar Shinra-Soldaten verfolgt, immer und immer wieder. Und denen wollen wir ja helfen, ne? Aber der rennt die ganze Zeit weg, was voll nervig ist. Und ja, das ist jetzt nicht so dolle, ne? Und ja, er kommt immer wieder zurück. Beim Boomerang. Ich habe letztens irgendwie gesehen, es kommt eine Netflix-Version von Avatar raus. Also Avatar hier, der Herr der Elemente, ne? Sah nicht schlecht aus, ne? Fand ich. Keine Ahnung, einige Leute haben sich natürlich wieder irgendwie voll beschwert, so, oh, die Special Effects sind irgendwie nicht so gut und so, ne? Zudem sage ich nur, es gibt nur eine andere Real-Life-Verfilmung von Avatar, ne? Wenn euch diese neue Version nicht passt, könnt ihr ja die schauen. Was? Die wollt ihr auch nicht schauen, weil die kacke ist? Weil die Charaktere nicht so aussehen wie die aus der Serie oder das Acting voll kacke ist oder der Film allgemein blöd ist? Ja, dann hört auf, euch zu beschweren. So, keine Ahnung. Ich fand, das sieht ziemlich gut aus. So, deswegen das Second Coming von hier One Piece, die Netflix-Serie, hoffentlich. So, ich habe gesehen, Yuffie hat eine Menge WP, Waffenpunkte, keine Ahnung. Ne? Kann ich auf jeden Fall irgendwas ausgeben, ne? Magischer Schaden, Meister die Präzision. Oh, ich habe gar nicht irgendwie was ich hier so kaufen will. Ich war nur bei uns hier kritische Trefferschaden von Waffenfertigkeiten, ne? Stahlsichel haben wir gerade ausgerüstet, ne? Anderes ist nicht so wichtig. Kampfstab, er hatte glaube ich nichts, ne? Wenn ich jetzt schon wieder nachgucke, ich habe mal diese neue Fähigkeit ausgerüstet, die ich hier. Aber da schon wieder was. Dieses Mal etwas vorsichtiger sein, Chefin. Wir sollten unnötige Kämpfe vermeiden. Ja, ja, weiß ich doch. Ganz vorsichtig. Kein Mucks. Wer ist das denn? Mäuschen. Wer ist das denn überhaupt? Oh Mann. Ich wusste es, die Maus verrät uns. Was bist du? Sondern. Gib mir Kraft für diese. Ja, genau, nicht direkt auf mich, Mann. So, Verbannung irgendwie, weiß nicht. Boah, ich bin am Ausweichen, ne, aber. So, Verbannung. Ich weiß nicht. Ich soll halt irgendwie einsetzen, wenn er auf Stufe 3 ist. Ich weiß nicht genau, wie er funktioniert. Der ist aber nicht so schwierig, Mann. Was zum. Wer bist du? Alter, das ist wie so ein Viech aus Dings hier aus. Wie heißt das? Tsitsiyaku? Das ist wie ein Tsitsiyaku aus Monster Hunter. Das soll die gleichen Moves. Was so? Ich weiß, die hatten mal einen Collab, aber. Ich wollte gerade, ich mache Verbannung. Umso stärker, je mehr AT man für andere Kommandos aufgewandt hat. Höchststufe 3 kann in der Luft eingesetzt werden. So, analysieren mal bitte. Moment, fertig machen. Wirksam, Eis, Feuer. So, das heißt. Flammen den Jutsu, ne? Ja. Und das Ding wird dann immer stärker. Dann? Okay. Ich halte dich mal, ne, Kollege. Wo ich eher mich gehalten habe, ne?
Chaka, setz mal Chaka ein. Hat er voll gebracht. Jawohl, doch, das hat gemacht. So, mach ihn fertig. Mein Gott. Der Typ fällt das hier nicht mehr immer aus. Glaub mir. So. Ich tu dich mal alleine heilen, ne? So. Okay, cool. Das war ja nicht so schwierig, fand ich. Aber der hatte irgendwie das gleiche Moveset. Der hat auch gekämpft wie ein Tsitsiyaku, ja, diese Vogel. Weibern hier vom Monster Hunter. Was ist ja los? Ich weiß, Final Fantasy 14 hatte man ein Collab mit Monster Hunter World. Da kann man B-Mod bekämpfen von Final Fantasy in Monster Hunter World, aber ist nicht anders. Oh, andersrum auch irgendwie der Fall ist. Schwäche ausgenutzt. So, ich muss ja noch einige Sachen analysieren anscheinend, ne? So, was war du was da, ne? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, bei denen zu klauen, Mann. So eine Hektik hier in diesem Spiel. So, wollte ich gar nicht nachgucken. Gegenstände, Schlüsselgegenstände. Oh ja, die muss ich auch noch ausgeben. Nein. Dann hast du von dir, nimm das Transportband durchs Lagerviertel und probier deinen Schurken an der Kisten aus. Ich finde, dürfte das nicht gefallen, als ob. Also tob dich aus. Durchs Lagerfeld und probier deinen Schuh. Das ist jetzt nicht gerade so ein hilfreicher Tipp. Ich hätte sowieso meinen Schurken gegen alles geworfen, was ich sehe. So hätte ich mir jetzt nicht sagen müssen, so übrigens. Macht Sachen kaputt. So, hier soll ich dann einsetzen. Habe ich, wie lange sie noch mit dem Hoodie hier rumläuft. Sonst baut man für dich durch einen Lagerraum, der mit kleinen, mittleren und großen Schienenaufpack ist gefüllt. Benutzt deine Waffe, um so viel wie möglich zu zerstören. Warum? Ich meine, natürlich werde ich das machen, aber warum? Krieg ich Punkte? Will ich die ganz große Lau erledigen? Okay. Ich meine, natürlich werde ich das machen, aber. Gerade sind gerade die Einzelteile von dem Ding wieder runtergefallen. So, gib mir ein paar MP bitte. Dafür viele. Du wirst mir ein paar MP geben, Leute. Naja, also geht so nicht. Ich meine, die Supertränke sind alle sehr gut, ne? Ich meine, die sind, glaube ich, besser als die MP gerade, ne? Aber trotzdem, so ein paar MP wären jetzt auch nicht schlecht. Ja. Bestimmt eine Trophäe für oder so, ne? Mein Gott, trifft irgendwas. Was ist das? Was ist das? Turbo Ether, das für MP Heilung. Aber was ist denn hier los? Das ist so random, ne? Also weg. Alter. Das Ding ist weg, ne? Nein, da ist er. Wow. Okay. Krieg ich eine Belohnung für? Ist auch eine Belohnung für oder so?
Das hat einfach so zum Farmen hier von Gegenständen. Noch mehr? Oh, bitte sagt mir noch mehr. Sieh dir mal den gigantischen Kasten da an. Bestimmt die Wartungsstation des Hauptpfeilers. Ich liebe es, wie sie so durch die Gegend rennt. Sie ist so verspielt. Auch im Original, ne? Ja, sie war halt so eine Abwechslung hier von den anderen Hauptcharakteren in dem Spiel. Magieboost, ne? Brauche ich jetzt nicht so, finde ich, aber kann ja nicht schaden, ne? Bei den anderen Charakteren, die waren alle so steif, ne? Ich meine, Cloud sowieso, ne? Und Barrett tiefer, ich meine, die haben schon einige witzige Momente gehabt, vor allem Barrett, ne? Aber Yuffie war irgendwie, weil ich so eine komplett frischer Wind. Ich will dahin. So im Vergleich zu den Charakteren, ne? Deswegen ist das immer unterhaltsam gewesen, sie dabei zu haben im Original. Aber ich will da wegtreten, geht nicht. Da können wir aber langsam echt mal hier so eine Bank geben, ne? Aber streng bewacht. Das sollte uns nicht überraschen. Ey, was geht, ne? Aber zu, dass die Einrichtung mehr wie eine Waffenfabrik und weniger wie eine Wartungsstation aussieht. Wir sollten erst eine Bank. Vorsicht walten lassen, Chefin. GJs Leben hängt davon ab. Ei, ei. Ei, ei. So, da. Oh. Oh, ist gerade mächtig. Wichtig. Muss das Gewitter. So, was kann ich hier kaufen? Ich habe da bestimmt eine Menge Geld jetzt hier angesammelt. Ne? Kaufen 3 Megatrank. Halt 1500. Was ist denn so eine romantische Musik? Boomerang. Hey, hier könnte ich den also kaufen, wenn ich den irgendwie verpasst hätte, ne? So, ich werde jetzt ein bisschen spendabler sein. Ich werde mir jetzt hier eine Überlebensweste holen, einfach nur damit ich hier, oder? Wo soll ich Stärke? Einfach der vollen Kraft. Ja, komm. Materia brauchen wir jetzt nicht, ne? Behandeln, wiederbeleben, Glut. Gewitter haben wir ja schon zweimal. TP Boost, den könnte ich für ihn ja noch holen. Mache ich jetzt auch. So, Waffen und Rüstung brauchen wir nicht, ne? Ich meine, verteidigungsmäßig wäre das natürlich besser, ne? Als was wir jetzt haben, ne? Die hat 78. Eigentlich sollte ich mir eher das hier holen, ne? So, die ganzen Tränke, ich habe zu viele super Tränke, ne? So, irgendwie will ich TP Boost hier reinpacken, ne? Aber ich habe ja da FP Boost, ne? Heilen wird hier hoch. Origin haben wir jetzt, sehr gut. Alle haben wir, das heißt, je höher das gelevelt ist, desto weniger. So, irgendwie benutze ich das nicht, ne? Irgendwie benutze ich nicht, ich benutze gar keine Magie, ne? Bereit werden können. Soll ich das nehmen? Werden kann. Wird aktiviert, wenn während des Ausweichens mit Kreis die R1-Taste gedrückt wird. Wir wird dann. Okay, warte mal, ich gucke gerade auf Cloud, ne? Ich nehme an, das mache ich die meiste Zeit, ne? Oder ich könnte Erstschlag wieder. Ich glaube, ich packe Erstschlag. Ne, Erstschlag habe ich. Irgendwo anders drin, ne?
So, dir geben wir. Ich glaube, du setzt gar nicht Schocker von alleine ein, aber irgendwie sehe ich nie wieder pro Dings einsetzen, ne? So, MP Boost, tu mal durch TP Boost ersetzen. So, das ist, glaube ich, ein bisschen besser für ihn, ne? Ich könnte das einfach mal hochleveln mit ihm, ne? Aber okay, ne, ist okay. So, Waffen. Hopp. Ja, ist anscheinend irgendwann mal aufgelevelt. Und mit ihm hatte ich doch nichts mehr. So, jetzt habe ich was. So, er hat jetzt diesen Angriffsstab, ne? Noch blocken minus 10, zusätzlicher Materie-Slot. Ja, damit. So, da war schon. So. Wow, das gibt sogar Abwehr alles und so, ne? So, bekomme ich jetzt Geschicklichkeit-Bonus? Ja, ne? Obwohl ich das noch nicht richtig einsetze, ne? So. So, was? Ach, das hat den nur verbunden, ne? Mhm. Gut. So. Heilung. Oh mein Gott. Ich würde irgendwie lachen, wenn irgendwie, wenn sie während des gesamten DLCs den Hoodie trägt, ne, und den irgendwie nicht abnimmt. Aber ich meine, ich habe irgendwie so, weil ich so Bilder schon gesehen, wie sie ohne Hoodie rumgelaufen ist, ne. Meine, ich habe das so flüchtig irgendwo mal gesehen. Wie so bei den Bildern, als ich mir halt DLC runtergeladen habe und so, ne. Ich bin mir nicht sicher. Mein Hoodie ist voll putzig. Er sieht ein bisschen weit nicht, ein bisschen dreckig aus. Schon, wer dein Informant ist. Sein Name ist Heidegger. Verarsch uns nicht. Hey Digga. Ich frag dich nach. Schon gut, ich sag's euch ja. Es ist Rufus. Verstehe. Herr Präsident. Oder Wait. War es Hojo? Der Wissenschaftler. Einfach alle Schindler-Typen. Jetzt bin ich beeindruckt, TJ. Bist du bereit, Chefin? Na klar. Ich lenke sie auf mich. Schnapp du dir, TJ. War perfekter Plan. Lenkungsmanöver? Sehr gut. Aber der Star hier bin immer noch ich. Hey, ihr kriminellen Schweine! Was? Wer ist da? Oh Meister, gib mir Kraft. Na, oh, nice. Ninja bei Tag. Die geschickteste Materiejägerin bei Nacht. Wer versteckt sich hinter dieser Beschreibung? Ich werde es euch verraten. Das war eigentlich gerade angesprochen, ne? Das ist Intro. Wen nennst du hier ein Kind? Wir werfen Schurken gegen deren Kopf. Gut gemacht, Chefin. Aber bitte kein Boss. Oh nein, hier kommt ein Boss, ne? Kommt der ein Boss? Hier kommt ein Boss, ne? Lass doch! Ich bin noch nicht so gut in diesem Spiel. Das hat sich ja, ich glaube, ich erledigen kann. Alter, aber ist das denn jetzt? Schwanz? Auf den Schwanz zielen. Ich muss dich erstmal analysieren. Ja, da war nicht so gut. Wirkungslos. Sonon, tu mal dein Ding hier. Danke.
So, ich hoffe, ich muss die ganzen Einzelteile hier. Kopf, Schwanz, Gigantorpedo. Was zum? Habe ich da gerade gesehen, was ich gesehen habe? Stehe bei nichts. So, ein gigantischer physische Treffer sind effektiv gegen ihren Kopf und blitzelementare Attacken gegen ihren Schwanz. Der Attack führt schnell ihre Schockleiste. Ein Lasersink wert für Abschluss und Reaktion. Okay, das heißt. Wa? So, machen wir mal den hier. Au, au. Ich muss nur mich heilen. Nein, Ding. So, du, mach was. Kampfgeist, auf. Der Kopf ist ja nur anfällig gegen physische, ne? Hab ich da gerade gelesen. Konnte man den Gegner eigentlich nicht noch mal irgendwie analysieren, wenn man den einmal analysiert? Synchronisation, Gewitterverbannung. Auf den Schwanz. So, ist er von uns? Ich weiß es nicht. Machen wir aber auch Schaden? Ich sehe irgendwie gar keinen Schaden da gegen das Ding. Ich glaube, der teilt sich irgendwie die Dinger, ne? Aua. Aua. Einmal Regener. Kann ich auch beide machen, ne? Okay, mach mal. So, jetzt hat er eigentlich die ganze Zeit. Haben wir uns ja, ne? So, du gehst. Mach ich das hier so richtig? Ich gehe auf den Schwanz, so geht auf den. Mein Gott. Da ist er. Ich mache ja schon. Ist schon klar, was hier los ist. Ich kann gar nicht auf den Schwanz angreifen, ey. So, kann ich irgendwie. Hier sind ja noch hier. Kann ich ja meinen. Rübergehend, okay, das läuft halt gar nicht. So, du gehst auf den Kopf wieder. Ja. Aber trifft er mich damit? Ich glaube ja, ne? So, was machst du da? Kommt da nicht vorbei. Na,
bringt gar nichts, alles klar. Nein, ich wollte eigentlich beide ein. Hat sie auch nicht. Aber. Ja, wie lange brauchst du denn noch, so geschockt wie das, ey? Check, check, check. Ja, warte, gleich haben wir dich. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ich muss mich noch kurz heilen. Einmal nur mich bitte. Oh, er hat mich auch geheilt. Sehr gut. So. Oh, beschwören. Oh, Ramo, jawohl. Ich noch wissen, wie man noch mal macht. Okay, da geht auch. Ist er weg? Nee. So, noch ein bisschen auf Ramo warten, wenn es geht, ne? So, wie mache ich das noch mal? Beschwören. Ramo, mach ihn fertig. Was? Oh. Keine Ahnung. Ich geh einfach auf den Kopf. Oh, Schaden, ja. So, mach du mal irgendwas. Ah, nee, das ist Ramo gewesen, okay. Yay! Yay. Ich habe was für euch. Hier. Das sind ID-Karten für die Angestellten im Shinra-Gebäude. Noch mehr IDs. Bis ins Untergeschoss. Dort befindet sich das Labor der Waffenentwicklung, wo Shinra seine Materieforschung betreibt. Gibt es Materie? Findet ihr sie dort? Okay. Gut, dann beeilt euch. Angeblich planen die bei Shinra irgendwas Großes. Gibt Gerüchte, dass sie Sektor 7 zerstören wollen. Wollt ihr nicht mit reingezogen werden? Beeilt ihr euch lieber. Mhm. Ich sag den anderen Bescheid. Yay. Yeah. Euch viel Glück. Mhm. Bis dann. Dann geb ich einen aus. Ich zeig dir, wie man in Wutai feiert. Klingt gut. Hm. Ich meine, die beiden kennen sich. Wegen Sektor 7. Sag's auf der Splittergruppe. Geht klar. Hey, Yuffie. Wir sollten uns auf den Weg machen. Lass uns schnell zum Bahnhof. Yay. Okay. Wie kommen wir da hin? Ne. Cool. Ah, schön. Was ist hier los? Oh Mann. Was? Versteck dich hinter der Meute. Menschliches Schutzschild. Dass sich diese Terroristen ausgerechnet hier verstecken. Wer hätte das gedacht? Hatten sich aus dem Staub gemacht, bevor die Garde kam. Das beweist doch, dass sie schuldig sind. Wir sollten besser von hier verschwinden. Gehen wir zum Bahnhof. Ja, alles klar. Ja, ist gezeichnet. Yay. Ich finde klasse, dass wir jetzt sie so sehen, wie sie auch wirklich aussieht. So. Was ich ja gucken wollte. Gibt es hier irgendwas Neues, ne? Weiß nicht. Ich guck gleich mal beim Waffenladen, ne? Muss ich gerade sagen.
cool. Oh, sie sieht großartig aus. Das hat was mir so richtig gefällt hier an dem Remake von Final Fantasy 7. Die Charaktere sehen wortwörtlich nur so aus wie von 1997. Also die wurden nicht irgendwie, weil die haben nicht irgendwie, weil nicht neue Attire oder so bekommen, neue Kostüme. Die sehen nicht irgendwie, weil nicht so für moderne Zeiten irgendwie hier aufpoliert oder so. Die sehen, alle Charaktere sehen wortwörtlich genauso aus, wie sie damals für die PS1 aussahen. Clouds Haare sind ein bisschen weniger stacheliger, obwohl eigentlich nicht, ne? Sieht man ja von den Charakteren noch im Kampf. Cloud Stärken. Ja, okay, Clouds Haare sind ein bisschen weniger stachelig, ne, aber keine Ahnung. Barrett, Tifa sieht auch exakt genauso aus. Aerith sieht genauso aus. Cloud. Die Charaktere sehen exakt genauso aus wie damals von 1997 von der PS1 Version, ne? Was ich klasse finde. Und Yuffie sieht auch, sie sieht exakt gleich aus wie für die PS1. Deswegen habe ich gesagt, sie sieht klasse aus, weil sie halt. Nein, wollte ich gar nicht machen. Nein, nein, nein. Diesen Arc habe ich hinter mir gemacht. Also da meine ich so. So alle Charaktere in diesem Remake sehen besser aus. Kann ich jetzt da hingehen? Ich gehe mal dahin. Da finde ich klasse. Die haben jetzt irgendwie nicht. Das ist da, was mich irgendwie so an dem Film von Final Fantasy 7 so ein bisschen gestört hat. Final Fantasy 7 Advent Children, ne? Was ja ein paar Jahre nach den Ereignissen von Final Fantasy 7 abgespielt spielt, ne? Und alle Charaktere haben irgendwie andere Klamotten angehabt, haben ein bisschen anders ausgesehen. Die meisten Charaktere haben alle, sind alle in Schwarz rumgelaufen. Also Tifa ist komplett in Schwarz rumgelaufen. Hier in Kingdom Hearts 2 zum Beispiel sieht sie so aus wie in dem Film, ne? Komplett schwarze Klamotten. Cloud sieht so aus in Kingdom Hearts 2 wie aus dem Film, ne? So, meine Fort Condor Münzen muss ich mal verballern. Also das gefällt mir irgendwie nicht so. Yuffie hatte auch irgendwie, ich glaube, ich warte mal, Yuffie kam auch im Final Fantasy Kingdom Hearts 2 vor, ne? Und ja, da ihr Design war auch irgendwie an Advent Children hier angelehnt, also an dem Film von Final Fantasy 7. Und so sieht man sich wieder. Keine Ahnung, diese ganzen Designs haben mir irgendwie nicht so gefallen. Champion Brett. Ich werde aber alles hier kaufen können, oder? Alpha Laser. Irgendwas habe ich denn hier noch nicht? Boom. Eins. Keine Ahnung. Aber der hatte den Hubschrauber. Nein. Das heißt aber, es gibt bestimmt irgendwo noch Leute hier, ne? Bei dem ich irgendwie spielen kann, ne? Deswegen finde ich das so klasse. Die Charaktere, die haben jetzt nicht irgendwie, weil nicht. Ich sehe jetzt hier irgendwie nichts Neues. Sie hat diesen komischen, diesen Armschutz auf der linken Seite. Sie hat hier diese weiß nicht, wie man hatten, diese Netzstrümpfe, die Schuhe, die Socken, sieht exakt gleich aus wie damals vor 20 Jahren. Das ist schon ein bisschen gruselig, ganz ehrlich. Das ist richtig klasse. Sie hat jetzt nicht irgendwie so ein Design, das jetzt irgendwie so für modern Audiences hier irgendwie so angepasst worden ist, so, ja, keine Ahnung, sie hat irgendwie, weil nicht, weil sie hat nicht eine andere Frisur, sie hat irgendwie nicht irgendwie andere Klamotten oder so. Kaufen wir einfach mal, komm, ich weiß nicht, ob wir brauchen oder nicht. Oh. Weißt du was, sind auf Lager, sind zum Verkauf. Ich hole mir die einfach jetzt hier. Oh, du hast unendlich. Verdammt.
Ja, der sieht nicht schlecht aus. Aber der gibt mir keinen Bonus oder so, ne? MP Absorption. Die habe ich noch nicht. Holen wir die. Ich weiß ja nicht, wie lange wir noch hier in Slums rumhängen werden, ne? Deswegen habe ich jetzt ja das hier mal geholt, so ein paar Sachen, ne? Ich war irgendwie überrascht, irgendwie als ich irgendwie tiefer zum ersten Mal gesehen hat und ihr Aussehen, ihre Kleidung sah exakt so aus wie damals für die PS1. Cloud hat sich ein bisschen verändert, seine Haare sind nicht stark, ein bisschen stachliger, weniger stachliger. Ich glaube, seine so die Farbe von seinem Anzug hat sich ein bisschen verändert, weil im Original hatte er einfach so einen komplett lilanen Anzug, aber da kann man halt nicht so vergleichen, weil die Charaktere, die waren halt so Polygonen, ne? Das ist irgendwie, also diese aus Dreiecken gemachten Grafiken, ne? Und dann in den Cutscenes, diese gerenderten Cutscenes, sahen die halt ein bisschen besser aus, aber immer noch. Die Grafik von Final Fantasy 7 ist nicht so gut gealtert, also um es ehrlich zu sagen, ne? Final Fantasy 8 dagegen sah noch viel besser aus, ne? Das sah noch richtig cool aus. Aber Final Fantasy 7, das Design von dem Spiel, ne? Er hat nicht gut gealtert. Das ist wie Milch gealtert. So, Final Fantasy 8 fing es dann wieder so an, so richtig gut, ne? Worauf ich hinaus will, ist, ich finde gut, wie die Charaktere aussehen. Die sehen genauso aus, so wie es sein soll, ne? Charaktere sehen aus, wie sie sein sollen, ne? Warte mal, jetzt wo du es sagst. Ich glaube, ich habe sie ja aufgelevelt, ne? Ich weiß, dass ich sie zum ersten Mal so in so einem Grafikmodus irgendwie so gesehen habe, was irgendwie so in Advent Children war, glaube ich. Da habe ich mir irgendwie so gedacht, sie sieht ein bisschen zu asiatisch aus, aber dann ist mir eingefallen, dass sie ein Ninja ist. Was ja der asiatische Kultur entspringt, ne? Also ist klar, dass sie ein bisschen asiatisch aussieht, ne? Deswegen, aber damals hat mich das irgendwie gestört, glaube ich, so, ne? Aber ist eigentlich voll dämlich, ne? Natürlich sieht sie ein bisschen asiatisch aus, weil sie halt in der Welt von Final Fantasy 7 ist sie halt Asiatin, nehme ich mal an, ne? Wutai ist ja mehr oder weniger so Japan von Final Fantasy 7. Boah, ob ich das jemals schaffe, ne? Ach, ich habe gar nicht geguckt, ob der was zum Clown hatte. Ich glaube, der hatte aber nichts, ne? So, ich weiß ja gar nicht, was ich hochleveln soll. Magische Attacke nehme ich an. Irgendwie finde ich die Fähigkeit nicht so gut. Und ja. Und Clouds Frisur kann ich ja eigentlich auch noch verstehen, dass die ein bisschen weniger stachliger ist, weil das halt nicht so realistisch aussehen, ne? Also das ist schon eigentlich, ja, das war magisch Waffe, ne? Also ja, warte. Ah, das will ich vielleicht. Allein vom Schaden. Ich benutze keine Angriffsmagie. Also ja, ist klar, Cloud jetzt nicht mit so eine Son Goku Frisur hier so rumlaufen kann, ne, in so ein Spiel, das so halbwegs realistisch sein soll oder halbwegs realistisch aussieht wenigstens. Das ist klar, dass er jetzt nicht mit so eine Killer Frisur da rumläuft, ne, so eine Killer Anime Frisur. Leichenflatterer wollte ich, glaube ich, ne. Ah, verbinden, da brauche ich nicht. Nehmen wir das. Haben wir ja auch noch viel zu Attacke, ne? Worauf ich hinaus will, ist, ich bin mit dem Design von dem Spiel so weit von zufrieden. Auch einige von den älteren Charakteren. Aber bei den älteren Charakteren, bei den Nebencharakteren hier so Scarlett und Heidegger. So Rufus, Reno und so was alles. Ja, Reno hat man auch im neuen Advent Children hat man ihn auch gesehen, aber so Charaktere wie Scarlett oder Heidegger oder
nach Hojo, glaube ich auch. Die hat man ja noch gar nicht so gesehen, so eine HD-Grafik. Ich finde, die sehen aber auch alle klasse aus. Porma. Der Schmalz-T-Typ. Sephiroth sieht aus irgendeinem Grund immer gut aus. Selbst schon im Original. Aber ja. So. Weiter mit der Story. Wegen der Explosion fahren jetzt weniger Züge. Wenn ihr den nächsten nicht kriegt, sitzt ihr hier fest. Ihr solltet euch also beeilen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir in den Slums sein werden. Weil die Platte stürzt ja irgendwann ein, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir während diesen Events noch mal hier sind, ne? Ja, normaler Arbeitstag. Ich kotze gleich. Ist dir schlecht? Ach ja, sie ist... Stimmt, sie ist ja Motion. Sie kann ja nicht, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, Motion Sickness. Ich google das mal kurz. Auch immer schlecht geworden. Auf Schiffen, im Chocobus. Züge werden wohl keine Ausnahme. Bewegungskrankheit. Ich glaube, da ist nicht... Meine Schwester. Wir wurden zusammen von deinem Vater unterrichtet. Sie hatte großes Talent. Hatte? Kurz vor dem Frieden lief eine von Shinras Maschinen plötzlich amok. Melfi wollte helfen. Das ist meine Rache. Aber ich bin nicht deine Schwester. Ah, Hilfe! Eine Idee für jede Gelegenheit. Oh. Stimmt, er ist ja noch am Leben. Stimmt, er ist ja noch am Leben. Spoiler. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. Reef, die einzige gute Person in Shinra. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef, wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Ich weiß gar nicht, sieht die Grafik eigentlich besser aus? Ich spiele ja jetzt die PS5-Version. Ich würde jetzt mal annehmen, ja, ne? Aber es ist schon so lange her, seit ich die PS4-Version gespielt habe, ne? Sonst noch schlecht. Warten Sie, ich habe Fragen. Sie arbeiten doch für Shinra, oder? Die Terroristen sollen als nächstes Sektor 7 im Visier haben. Haben Sie es wieder auf den Reaktor abgesehen? Hey! Treten Sie zurück! Da ist ein Aufzug. Lass uns gehen. Oh nein, schon wieder Bewegung. Ah, ich hatte es vergessen. Ja, sie ist ja reisekrank. Wenn man mit dem Luftschiff später rumfliegt, da war sie ja auch immer irgendwie in dieser. So viele Nummern. Da war sie ja auch immer in den. Oh Mann. Scarlett. Hey. Aha.
Hi, na? Von Wutai hätte ich mehr erwartet. Sich mit Avalanche zu verbünden und auf Terroranschläge herabzulassen. Dabei heißt es immer, die Wutaianer wären ein stolzes Volk. Ist wohl auch inzwischen Schnee von gestern. Die Wutaianer von heute sind nur noch lästiges Ungeziefer unter Shinras Stiefel. Oder ihr stimmt mir doch ganz sicher zu. Natürlich. Ganz richtig. Lächeln steht dir. Moment! Nichts da. Ratten aus Wutai nehmen den Umweg. Ja, hab ich schon gedacht. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gleich ein paar unserer neuen Waffen testen. Weil ich nehme an, sie sehen auch aus wie Leute aus Wutai, ne? Verdammt. Das war meine Chance. Das eben war die Leiterin der Waffenentwicklung. Ihre Maschine hat Melfi getötet. Beruhig dich, Sonnen. Bleib ruhig. Unsere Mission. Erinnere dich. Du hast recht. Tut mir leid. Schon gut. Ich kann deine Wut sehr gut verstehen. Sie hätte uns wenigstens sagen können, wo die Materia ist. Wo führt sie uns nur hin? Wir finden es schon herauf. Irgendwo muss dieses Labor ja sein. Materialeinchen, warte auf mich. Alles klar. Paus Maul. Verdammt, hat nicht geklappt. Alles klar, cool. Oh ja, wie gesagt, ich wusste, dass sie reisekrank ist. Aber ich habe es irgendwie voll vergessen. Als man, wenn man auf das Luftschiff hier ist, hier, dass man später bekommt, dann ist sie ja auch immer in diesem Laderaum und ist auch immer kurz davor, sich zu übergeben. Ist voll überhaupt nicht ansprechbar und so, ne? Da kommt ja auch einer der besten Sprüche immer raus. Ja, ich weiß. Ich weiß, ihr alle rankt euch alle mit einem Sahneschnittchen wie mir zu reden, aber im Moment geht es mir gerade nicht so gut. Irgendwie so was in der Richtung hat sie immer gesagt. Okay. Irgendwas anderes wollte ich noch sagen. Ich weiß jetzt aber nicht. Ja, die Grafik sieht halt gut aus, ne? Also, ist ja klar, ist Final Fantasy, ne? Wenn ich eins weiß, was immer gut sein wird in Final Fantasy Spielen, dann die Grafik. Die Grafik war noch nie schlecht in Final Fantasy Spielen, noch nie. Ich weiß, ich habe gerade hier voll auf Final Fantasy 7 Originalgrafik runtergeschissen. Aber damals war halt noch revolutionär. Ne? Das muss man sich noch mal. Da muss man noch denken, ne? Der wurde von der Übergangsregierung in den Knast geworfen. Da kann sich der Hitzkopf mal etwas abkühlen. Goro, der Name sagt mir auch was. Goro ist immerhin mein Lehrmeister. Ja, du hast recht. Reden wir über was anderes. Ich krieg mich sonst nur wieder auf. Zurück zur Mission. Langsam habe ich den Namen von eurem Gequatsche. Ja. Wie wäre es stattdessen, wenn wir mit unserem Experiment beginnen? Aber nicht, dass sie mir jetzt schon abgehen. Ich habe doch noch so viel für euch geplant. Kämpfe könnt ein Licht. Ja, ich muss ja jetzt kommen, gleich voll viele Gegner, ne? Na, wo seid ihr? So, reicht das, wenn ich diese Attacke nur einsetze? Ich glaube ja, ne? Dann kriege ich auch irgendwie. Ich glaube, ich auch Punkte, ne? Um die zu lernen.
G-Drohne. Ich meine, irgendwie, wenn man irgendwie was drückt, dann Tentakelspeer. Es hat eine lernbare Fähigkeit. Aber ich kann alle Sachen hier. Stehbar, Gravitationssphäre, seltener Gegenstand. Ist das der magische? Nee, der physische ist das, den ich gerade ausgerüstet habe, ne? So, und du machst wieder hier Kampfgeist. Und ich versuche mal von dir zu klauen. Ich weiß nicht mehr, was Gravitationssphäre ist. Oh, die Dinger erinnere ich mich noch. TP-Stufe. Alter, was tust du denn da mit ihm? So, ich mal stehen. Ich glaube, das ist so ein so eine Sache, die man irgendwie, ja, weiß nicht, klauen kann, ne? Wir sind überhaupt provozieren. Ich sehe gar nicht hier provozieren. Ich dachte, der hat er auch. Ups. Check. Eta, ja, super. So. Mach den fertig. Mach den fertig. Ja, gut. Nein, bitte nicht. Mein Gott, er hat so viel AP, ich krieg da gar nicht hoch, geil. So, dann packe ich mal hier. Ich nehme an, die Gegner sind alle anfällig gegen Elektrone. Okay. Ich habe noch gar nicht studiert. Mache ich eben alle Dinger kaputt. Na, ich weiß aber noch meine. Wohl. Aua. So, Analyse. Wen haben wir hier noch nicht? Ich weiß gar nicht, wen wir ja schon analysiert haben und wen nicht. So. Im Auge Gravitationssphären. Ich nehme an, alle Sachen werden hier analysiert, ne? Ja, ne, es hat nicht irgendwie ein Level. Ha! Schwupp! Was? Ist er nicht von Dragon Quest? Ich habe mich mal kurz hoch, wenn ihr nichts dagegen habt, ne? Komm her, Stücke. So, oh, ich tue so viele Sachen hier hochleveln. So. Fertigkeit Verbannung gelernt, alles klar. So, haben wir das erledigt.
Oh, eine gute Trainingseinheit. So, kann ich mich hier kurz noch mal zurückgehen und heilen? Ja, ne. Nein, kann ich nicht. Hier sind noch so viele Sachen zu kaputt machen. Da ist noch mehr. Und noch mehr. So viele Sachen. Zum Zerhack klein an. Ja, habe ich schon gedacht. Das Ding ist kaputt machen. Meister, gib mir Kraft. Meister, gib mir Kraft, sie da hochzuheben. Ne. Na du. Da Flucht, Hauptstory. So, warte mal, da war noch was. Nein. Da war noch hart auf der linken Seite, glaube ich. Mit Verlaub, die beiden erreichen bald die Forschungsanlage. Lassen wir sie noch ein wenig. Finde heraus, warum sie hier sind. Oh. Du hast sie doch gesehen, oder? Um so weit vorzustoßen wie unsere dreisten Eindringlinge hier, braucht es mehr als nur Glück. Ninja aus Wutai. Noch grün hinter den Ohren. Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Wir sollten sie herzlich willkommen heißen. Ich werde mein edles Ross für seinen Einsatz vorbereiten. Halte mich derweil auf dem Laufenden. Ja. Was mit dem Einzelnen? Die Stromversorgung. Zugang zu geheimen Daten limitieren. Findet heraus, warum sie hier sind. Und verliert sie nicht aus den Augen. So. Wir haben sie aus den Augen verloren. Was? So. Okay, ist nichts mehr. Aua. So, war da gerade was zum Sitzen, habe ich mir eingebildet. Ja, ich habe es mir eingebildet. Okay. Uff. Oh, ein bisschen weiter. Boah. Wer seid ihr denn? Boah. Mein Gott. Ja, weil so mitten aus nichts kam, ey. Ach, er tut alle analysieren, genau. Auch Handgranaten, sehr gut. Nee, weiß nicht, warum ich. Weiß nicht, warum ich sehr gut gesagt habe. Soll ich damit? So, 30. Ist aber ganz schön dunkel hier. Muss am Strom liegen. Die Anlage steht auch. Okay. So. Hm. Ich dachte, hier lag was. Oh. Muss ich dann nehmen? Das ist ein Aufzug. Okay, dann machen wir hier noch diese Ebene hier fertig. Nehme ich an, ne? Wenn hier nicht mehr so viel übrig ist. Bingo! Hier machen sie also ihre Materie ab. Sieht aber aus wie ganz normale Materie. Nicht die, die wir suchen. Ultimative Materie. Ist egal, einstecken. Ich nehme sie alle. Das ist die richtige Einstellung, Juffi. Ich wusste, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Was für ein Geräusch. Ich kann schon mal, ich hab... Ich höre irgendwie, warte. Da bin ich mir nur ein. Da. Na gut. Ich denke mal, mit dem Ding müssen wir interagieren, ne? Weil es hier...
geht nicht, ne? Systemausfall. Bitte aktivieren Sie die zentrale Kontrollvorrichtung. Hört ihr das? Ich höre das. Na gut. Dann würde ich sagen, ich schaue mir vielleicht noch mal hier meine Ausrüstung und so an, ne? Zu gucken. TPUs braucht so lange zum Hochleveln. Stehen, Erschlag, Heilen, Amplifikation brauche ich noch alles. Autobieter. Ja. Analyse auf alle Gegner anwendbar, alles klar. So, aber Waffen, ne? Nehme ich an. Komm mal hier. Was stand da? Modifikations. Irgendwas steht da gerade. Oh, neues Ding. Aber da kann ich wahrscheinlich, ne, 14 Stück. Schaden von zusätzlicher Materia-Slot. Hinzufügen, alles klar, da brauche ich. Erlauben, sah man hat ja auch. Ich nehme an, sie hat nicht. Er hat ne. Modifikationsmodus. Nein, ich mache das schon selber. So viel Zeit muss sein. So, hat er irgendwas noch? Physische Attacke, das ist der Kampfstab, ne? Ich gebe ihm mal physische Attacke, ne? Für brauche ich dafür 12. Gib mir Meile. Boom. So. Dann noch das Ding, ne? Das sind Abwehrdingen, ne? Hat jetzt jede Waffe, jede Fähigkeit gelernt? Ja, ne? Dann haben wir hier physische Attacke, TP Maximum, das nehmen wir. Materia Slot, her damit. Ich auf der Abwehr beim Einsatz von Provozieren. Ich sehe aber nie, wer da einsetzt. Macht er halt automatisch. Ich gebe dir jetzt einfach. So, das heißt, er kann jetzt auch eine weitere Materie ausrüsten. Ne? Nee, kann er nicht. Warum nicht? So, hat jetzt jeder hier alle Sachen gelernt? Ja, ne, dann heißt ja, ich kann jetzt hier, was ich am liebsten ausrüsten will, ausrüsten, ne? Die Waffe ist besser, macht mehr Schaden. Aber hat ein Materia weniger. So in Ordnung. Haben wir da was Neues? Ich habe ganz vergessen. Boah. Ich bin schon letztens gekauft, habe sie noch gar nicht ausgerüstet. Na, brauche ich nicht wirklich. So, was willst du denn am liebsten? Ich glaube, du willst eher das hier, ne? Für die Abwehr und so, ne? Weil ich bin ja so der Angreifer, ne? Den aktuellen TP des Charakters. Okay. Gut. Alles klar. Sind wir fertig. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter und gucken, wie wir hier zur ultimativen Materia kommen, ne? So, soll ich vielleicht mal heilen. So, irgendwie kostet das. Irgendwie gibt es gar keinen Grund, hier Beat reinzusetzen, weil weniger kostet zwei Ladungen davon, ne? Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gucken wir uns weiter hier in den Waffenentwicklung. Und gucken, wie wir zur ultimativen Materia kommen, ne? Und Shinra einen auf den Deckel geben, ne? Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, Kommentar, würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.